Die Welt muss mit E-Autos fahren, ohne Wenn und Aber. Das war doch das heilige Dogma der Grüninnen, der apostolischen Nachfolger der 68er Ökosekte, dieser Summe Marihuana-geschwängerter Eizellen. Wie die mittelalterliche Inquisition standen die Solarfackelträger am Scheiterhaufen der Verbrennungsmotoren. Der Diesel und der Benzin müssen verboten werden. Sie stinken, sie verpesten die Umwelt. Der Feinstaub lässt uns ersticken. Die Tatsache, dass auch E-Autos vier Reifen haben, nicht fliegen und daher ebenso Feinstaub durch Reifen abreproduzieren, verschwiegen die grünen Blitzbirnen vom Komposthaufen. Benzindiesel, dieser teure, ja unleistbare Rohstoff der heißersehnten Individualmobilität, gehört der Geschichte an. Denn E-Autos sind die günstigste Art, sich fortzubewegen. Es ist quasi kostenlos, haben die Stromlobbyisten verkündet. Ausgerechnet die Neigungsgruppe Grün propagierte die letzten Jahre die Kostenlosigkeit von Strom. Denn der kommt ja aus der Steckdose. Ganz gratis, meinten Habeck, Baerbock oder Kugler. Wie der Wein, der kommt auch aus dem Fass. Gratis und mit Blick auf den Zustand der Illuminierten auf der Regierungsbank in reichlicher Menge. Aber zurück zum Strom. Der ist de facto eben gratis oder billig, wie die politischen Forderungen der Hornochsen, die uns nun ins Verderben führen. Denn der Strom kostet bald mehr als der Treibstoff. Und außerdem gibt es den Strom, in dessen Abhängigkeit uns die Grüninnen führten, nicht mehr lange. Denn dieser wurde, Überraschung, auch mittels Gas hergestellt. Und jenes verfeuert der neue Feind Wladimir in die Luft. Und der gibt's uns nicht mehr, weil klein Annalena und klein Habeck zwei besondere Exemplare von Menschen der Welt die Energiewende aufzwangen und ausgerechnet einen Krieg, der uns eigentlich gar nicht betrifft, aber von den Grünen betrieben wird, im Widerspruch zur bisherigen Lehre vom billigen Strom steht. Die Analphabeten sind nun ratlos, die E-Autobesitzer die Geneppten, wie immer. Wenn Politiker die Menschheit skrupellos manipulieren, die Wahrheit verdrehen, mit Lug und Trug operieren.